Schön, dass ihr da seid. Mit dem Wetter, wo die meisten im Garten sitzen, freut mich, dass ihr gekommen seid. Ich möchte offiziell die heutige Versammlung eröffnen. Mein Name ist Heinz Becker, ich komme von Adorf und wir sind da jeden Montag auf der Straße seit einigen Jahren. Die Versammlung heute ist wieder offiziell angemeldet und genehmigt. Ich begrüße die Polizei, die uns begleiten wird über den gesamten Zeitraum, und die Vertreterin der Versammlungsbehörde, Frau Richter. Zum organisatorischen Ablauf. Nach einigen kurzen Reden, wir wollen das nicht zu sehr in die Länge ziehen, werden wir übergehen zum 6. Vogtländischen Spaziergang. So gegen 15.30 Uhr wird das sein. Wir haben die Versammlung heute wieder angemeldet als parteifreie Veranstaltung. Es wurde jedoch trotzdem der Landrat des Vogtlandkreises und der Oberbürgermeister von Oelsnitz eingeladen. Der Landrat hatte sich entschuldigt wegen anderen Terminen. Der Oberbürgermeister von Oelsnitz hat nicht mal reagiert. So, da danke ich euch erstmal für eure Aufmerksamkeit und übergebe das Mikro an Samuel. Vogtländer, Thüringer, Sachsen, Erzgebirgler, herzlich willkommen. Mein Name ist Samuel Schubert, ich bin Versammlungsleiter. Wenn es Probleme gibt, kommt auf mich zu, wir finden eine Lösung. So, ihr Lieben, schön, dass ihr zahlreich da seid, aber das nächste Mal bringt jeder einen mehr mit. Ihr Lieben, wir haben unser Stadtschild hier drüben aufgebaut. Wer aus Pausa, Mildorf, Rehau, Wernesgrün, Steinberg, Schöneck, Lengenfeld kommt, kann sich gerne ein Stadtschild wegnehmen. Nehmt weg, ihr könnt euch auch Plakate nehmen. Sind alle für euch da. Wer Single ist, schreit hier. Vielleicht kommt der passende Partner zum Vorschein. Denn es ist alles möglich. Wie fühlt ihr euch in der aktuellen Zeit? Super. Sonne scheint. Morgen ist Regen auf Bestellung. Morgen ist Regen auf Bestellung. 500 Millionen Euro werden jeden Tag für Chemtrails rausgepulvert in Deutschland und wir bezahlen das mit unseren Steuergeldern. Es ist Wahnsinn, oder? Wir sind ein reiches Land. Wir werden bloß arm und klein gehalten. Schön, dass ihr euch zahlreich eingefunden habt. Schön, dass ihr auch Fahnen mit habt und eigenständige Plakate. Ich sag mal, von der Organisation Vogtland vernetzt, vielen lieben Dank. Ich hoffe, dass wir damit Gesicht zeigen. Wir werden, wie der Heinz gesagt hat, in der Sommerpause eine Sommerpause einlegen und im Herbst wieder für euch da sein. Die Familie ist der Anker von uns allen, denn wir brauchen Liebe, Geborgenheit und Zuversicht. Es bewegt sich auch was. Es bewegt sich auch was ganz Starkes in dieser Zeit. Treuen hat uns den 5. Vogtlandlauf gezeigt. Die Resonanz der Bürger, wenn wir heute laufen. Schaut bitte zu den Türen, Fenstern, hoch in den Etagen. Beobachtet. Fühlt, wie ist die Reaktion. Die Stimmung zieht sich immer mehr auf unsere Seite. Die haben immer mehr die Schnauze voll gegen diese Regierung. Habt ihr die? Die wollen Krieg. Wir als Volk wollen keinen Krieg. Vor 100 Jahren haben die dasselbe Spiel gespielt wie jetzt. Wer Waffen liefert, will keinen Frieden. Wer gewinnt wieder? Die Lobbyisten. Wer verliert wieder? Das Volk. Wir haben es satt. Habeck und seine Konsorten
Die müssen an die Front, nicht unsere Kinder, unsere Eltern oder Familienväter. Denn wir wollen nur einen Frieden, unser Land aufbauen und füreinander da sein. Und nichts sollte man vergessen, was haben sie vorher gemacht mit uns? Durch die ganze Corona-Scheiße durchgezogen. Was jetzt mit Aufarbeitung? Haben das die meisten vergessen? Bus und Bahn, weg. Das Klinikum, eins von 14 Kliniken wird in Sachsen schließen, das in Reichenbach ist schon geschlossen. Meine Info, vor drei Tagen ist der erste Patient gestorben, das naheliegend kein Klinikum mehr ist, ein Herzinfarkt. Die wollten nach Greiz fahren, Greiz hat gesagt, nein, geht gerade nicht, Operationssäle voll. Sind sie umgedreht, Richtung Plauen telefoniert, ja, komm vorbei, kurz vor Plauen angekommen, Klinikum. Pff. Scheiße, oder? Und in Deutschland werden 600 Kliniken gesamt geschlossen. Und wer das nicht glauben tut, da sollte man die Bertelsmann Stiftung lesen. Es ist alles geschrieben. Und Corona stand schon in der Bundesregierung bei denen 2012 geschrieben, was 2020 kommt. Es ist viel Arbeit, es ist viel Umsicht, aber sie sagen es uns tagtäglich und keiner guckt hin und wir werden ständig von unseren Medien abgelenkt. Ich lasse mich nicht mal ablenken. Klinikum Reichenbach, ich wollte es eigentlich nicht sagen, ich bin dran, es zu kaufen. Ich möchte dort der Stadt eins sagen, nein, nicht mit uns, wir holen die Ärzte wieder zurück. Da haben 300 Seelen gearbeitet. Ich war viermal dort. Wisst ihr, was ich jetzt für Gänsehaut immer kriege? Die haben auch Fehler gemacht. Wir sind Menschen. Wir machen Fehler. Auch dort lief einiges nicht richtig. Aber die Versorgung für uns alle ist wichtig. Und wer verursacht es? Die in Berlin verursachen das jede Woche gegen uns. Sie sind nicht für uns, sie sind gegen uns. Und das Verursacherprinzip sagt, damit muss es aufhören. Ich weiß, an unserer Kraft als Menschen, als Seelen, dass wir eine neue Zeit bekommen. Die ist schon lange da. Wir müssen durchhalten. Ich weiß, viele glauben nicht dran. Einige haben bestimmt schon mal Geh Sarah, nee Sarah gehört, oder? Es ist unter den Namen BRICS-Staaten. Habt ihr das auch schon mal gehört? Es kommt. Es ist unaufhältlich, dass das Dollarsystem, der Kriegstreiber, die Amis, dass das irgendwann aufhören wird. Lasst uns gemeinschaftlich durchhalten. Ich lade unseren nächsten Redner ein, den lieben Lutz aus Adorf. Deine Bühne. Danke, Samuel. So, danke, dass ich hier ein paar Worte sagen darf. Ich bin der Lutz, komme aus Bad Elster, selbstständiger Handwerker. Viele kennen mich schon durch Adorf. Ich habe mal ein kleines wenig Konzept erarbeitet, ich will ja nicht zu lang reden. Ich will auch nicht wieder mich in Rage reden, weil das kann man ja mittlerweile heute sehr gut. Euch geht es ja bestimmt genauso wie mir. Wo du hinkommst, wird diskutiert, gemacht. Jeder schreit, ihr seid auf dem richtigen Weg. Wo sind sie? Wir sind hier. Wo sind die anderen? Auf was warten die? Soll es noch besser werden? Ich glaube es nicht. Als ich vor Jahren auf die Straße ging und viele Maßnahmen von Corona angezweifelt habe, habe ich gedacht, gut, das geht schnell vorbei. Aber leider. Alles wird gut, dachte ich, leider nicht. Und da habe ich falsch gedacht, wie oft in meinem Leben. Genau wie ich 89 gedacht habe, ich bin auf der Straße und kämpfe für die Demokratie. Und was jetzt rauskam nach 30 Jahren, das sehen wir. Wir sehen genau wieder davor, die Demokratie abzuschaffen. Und jeder, der sagt, und das höre ich auch ab und zu mal, es ist keine Demokratie, wie der Herr Liebscher zu mir gesagt hat, da muss ich ihn leider enttäuschen. Eine Diktatur, ne, besteht nicht darin, dass ich Leute wegsperre
was sie ja trotzdem schon machen, sondern Leute verbiete, Leuten ihre Meinung zu sagen, ja, meine Meinung zu sagen auf der Straße, solange die wirklich auch, wo ich sage, legitim ist. Und genau das ist, was hier in diesem Land langsam schiefläuft. Im Fernsehen kommen dann Äußerungen, die mich stark an der damaligen Diktatur erinnern, an dieser sogenannten DDR, ja, in der ich aufwachsen durfte, wie viele die hier sind. Ja. Zum Beispiel Äußerungen wie Ungeimpfte sind schuld an den Lockdowns. Vergessen viele. Ja. Der Blinddarm, der da ist, den aber keiner braucht. Solche Reden sind geschwungen worden. Sperrt sie weg oder sie sollen alles bezahlen. Oder wir sterben alle bis März, die nicht geimpft sind. Und da muss ich mir dann anhören lassen von einer Bundestagabgeordneten Magwatz, das kann ich ja nicht für ernst nehmen, was in diesen Show wie Lanz und Co. gesagt wird. Da geht es um Zuschauerquoten. Das muss man sich mal überlegen. Ja. Aber mein Geschwurbel, auf Deutsch gesagt, das ist das, was die Leute spaltet. Ich glaube es eher nicht. Da kriege ich genug Feedback. Auch von Leuten, ihr, die jeden Montag bei mir mit auf der Straße stehen in Adorf. Jetzt wird ja so schön gesagt, die Pandemie ist tot. Und ich sage, es lebe die Pandemie. Es gibt keine Aufarbeitung, so gut wie keine. Es werden immer noch Urteile verstreckt gegen Leute, die damals auf die Straße gegangen sind und durchgezogen. Ne? Und Entschuldigungen kommen so gut wie gar nicht, außer nur, naja, wir machen alles in Zukunft richtig. Und da muss ich euch echt sagen, hier sind Menschenleben zerstört worden. Und da gibt es für mich keine Entschuldigung, da gibt es nur was, die müssen bestraft werden. Und da muss haftbar gemacht werden. Und das ist wichtig, deswegen stehe ich jeden Montag mit euch hier auf der Straße. Unser nicht vom Volk gewählter Präsident Steinmeier hat es ja schön gesagt in der zweiten Antrittsrede. Die Leute, also wir alle hier, werden Gründe finden, die Demokratie zu stören. Die Frage ist doch, welche Demokratie? Ihre? Wohlgemerkt, das ist nicht unsere. Das sage ich ganz eindeutig. Das stelle ich mir nicht unter einer Demokratie vor, was hier abgeht. Erst haben sie Experten für Corona gehabt. Dieselben Experten für Corona, die sind jetzt Experten für den Krieg. Dieselben Experten sind jetzt Klimaaktivisten. Ne? Und die lagen ja eigentlich schon bei Corona oft falsch. Dann frage ich mich, liegen die jetzt auch falsch oder nicht? Ich denke schon. Vor allen Dingen wird uns in den Medien von früh bis Abend ja suggeriert, dass es ja eine Klimakatastrophe biblischen Ausmaßes geben wird. Da muss man mal echt sagen, CO2 ist ja heutzutage wirklich das Schlagwort. Fingerabdruck CO2, was verbrauchst du? Ja, die Erderwärmung gab es ja noch nie in der Geschichte der Erde. Ja, Dürre, Flutkatastrophen. Was wird denn eigentlich gemacht? Angst geschürt. Angst wird geschürt und ich sage euch, wir sind alle verloren. Aber wir hier sagen Nein dazu. Denn es gibt Menschen wie uns, die dagegen ankämpfen. Das ist ganz wichtig, Gesicht zu zeigen, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe. Wir kämpfen dagegen an, gegen diese ganzen Äußerungen, diese ganzen Klimahysterie. Ne? Ich denke, jeder, der hier ist, der weiß, dass das Klima und unsere Umwelt schützenswert ist. Ich werde dann noch mal ein wenig drauf eingehen. Und deswegen muss ich echt sagen, habe ich mal eine Frage in der Runde. Würdet ihr euer Auto, euer Haus oder wenn ihr krank seid, von einem Laien behandeln, gebaut oder reparieren lassen? Ich denke, eher nein. Und deswegen sollten uns Politiker sagen, wo es lang geht. Jeder, der in diesem Land nachdenkt oder auch querdenkt, merkt doch, dass hier was nicht stimmt. Was ist denn falsch nachzudenken, frage ich euch. Und dann zu handeln. Haben das nicht alle klugen Köpfe gemacht, erst nachgedacht und dann gehandelt? Aber in unserem Land, denke ich mal eher, wird erst gehandelt und dann nachgedacht. Das Land der Dichter und Denker, eins der größten Industrienationen der Welt, ist lediglich für 2% des von Menschen gemachten CO2 verantwortlich. Aber wir retten ja die Welt, wie unsere Politiker so schön sagen.
mal wieder. Moderne Kraftwerke, Kernkraftwerke werden abgeschaltet, obwohl die ganze Welt darauf setzt. Wir wollen erneuerbare Energie, sie soll billiger werden. Das Schlagwort, die Energie ist umsonst, die wird billiger. Da freuen wir uns doch, oder? Billiger ist doch gut, oder nicht? Ja? Aber so richtig freut ihr euch doch gar nicht. Das ist doch super. Ja? Ich frage mich wieder, geht es uns wirklich so gut? Hört man dann immer wieder und auch von den Leuten. Ja? Wir haben ja bloß eine 7%ige Inflation. Verdopplung, Verdreifachung der Energiekosten. Nur mal so kleine Gedankenstütze. Nächstes Jahr zahlen wir 200 Euro pro Tonne CO2. Die Lkw-Maut soll erhöht werden und die Lkw ab 3,5 Tonnen sollen auch Maut bezahlen. Da haben wir noch mal Glück gehabt, ne? Denn wer hat denn schon eine Dreckschleuder schon zu Hause von uns? Ja. Egal, dafür wird die Bahn und die Gleise bis ins Kaufhaus gezogen. Ich frage mich allerdings, bremsen die dann auch bei den Sitzblockaden der letzten Generation, wenn die auf die Gleise sitzen? Schauen wir mal. Ihr merkt schon, das Billige geht jetzt schon los. Dank der Fachkräfte unserer Regierung, sage ich mal. Aber sie haben ja immer gute Gesetze im Petto, ne? Wollt ihr mal ein Beispiel hören? Den Auftrag hatte ich heute eigentlich gehabt. Windenergieflächenbedarfsgesetz. Sagt euch das was? Wind-BG abgekürzt. Ne? Also es geht um Folgendes. Unsere Regierung hat die Länder beauftragt, bis zum 31.04.2024 soll jedes Bundesland ca. 2% zur Bebauung der Windkraftanlagen zur Verfügung stellen. Sprecht damit, viele wissen das, den hohen Brand an in Meuthenkirchen-Erlbach, wo wir ja auch schon Veranstaltungen hatten, wo auch der Herr Hennig dagegen war, haben ja viele mitgekriegt. Nur mal so kleine Bedenken, obwohl die Landesregierung Sachsen damals beim Koalitionsgespräch gesagt hat, wir werden in Sachsen keinen Baum für eine Windkraftanlage fällen, kommt natürlich leider der Krieg in der Ukraine dazwischen. Was bedeutet, dass bis zu 12% unseres Waldes geopfert werden soll? Das muss man sich eigentlich mal überlegen. Eigentlich tue ich einen Wald, der CO2 speichert und vor allen Dingen auch Wasser speichert. Das wird nämlich die nächsten Jahre das nächste Thema sein mit dem Trinkwasser. Da könnt ihr euch drauf schon einstellen. Ja? Und da haben sie uns nämlich dann richtig an die Kandare, wenn sie uns das Wasser reglementieren. Was ja schon teilweise oben, wo der Herr von und zu sein Riesen-Dessler-Werk gebaut hat, wo es da schon losgeht. Ja? Man muss heute ja mal so sagen, 30.000 Windkraftanlagen stehen zurzeit in Deutschland. Die haben nicht immer diese Leistung geschafft, was ISA 2 bei Volllast gemacht hat. Und das mit einem Strom, der beständig ist. Ja? So, und deswegen bin ich der Meinung, dass wir nicht nur das Recht, wir haben auch die Pflicht, für unsere Kinder Nachkommen unsere Heimat zu erhalten. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste, was es gibt. Ja? Samuel hat es vor uns eigentlich so gesagt, unsere Familie, unsere Heimat. Und die lernen wir uns nicht nehmen lassen. Ja? Das ist für mich, muss ich echt sagen, das Wichtigste mit. Nur noch mal eine kleine Gedankenstütze. Ich will es da nicht noch so weit rein, weil wir wollen ja schon marschieren. Im Gespräch sind 3 Tonnen pro Mensch soll noch verbraucht werden in Deutschland. Zurzeit brauchen wir 11 Tonnen CO2 im Jahr. Könnt ihr euch ausrechnen, auf was wir verzichten sollen? Kein Auto, kein Fleisch, keine Wohnungen, keine großen mehr. Ja. Wer mehr bezahlen soll oder wer mehr will, soll bezahlen letztendlich. Ne? Und ihr merkt schon, es wird alles billiger. Nur mal noch eine Kleinigkeit. Deutschland ist nach der geniosen Gedankenblitz, die letzten AKWs abzuschalten, auf Rang 2 der größten CO2-Ausstoßer in Europa gerutscht.
und zwar mit sage und schreibe 600 Gramm pro Kilowattstunde. Finnland hat 60 Gramm pro Kilowattstunde, also wir blasen momentan das Zehnfache raus. Da könnt ihr euch ja vorstellen, warum die uns so beschränken wollen, dass durch ihre grüne Ideologie müssen wir, also Leute, die hier in Deutschland leben, uns einschränken. Und deswegen sage ich euch, um es mal auf den Punkt zu bringen, ich habe auch mal ein Verbot und ich denke, da sind wir uns alle einig. Keine dummen Fachkräfte in der Regierung. Schönen Tag wünsche ich euch. Danke. Wir haben viel falsch gemacht. Wir machen es immer noch. Ein Untersuchungsausschuss ist nicht gewollt. Kinder wurden geschädigt, offen zugegeben. Alte wurden allein gelassen. Und viele, die ihre Stimme erhoben haben, wurden letzten Endes diffamiert und sanktioniert. Das nur als Eingang, ganz kurz. Ich weiß ganz genau, ich laufe auch lieber, als viel zu reden. Weil ihr wisst ganz genau, worum es geht. Und ich brauche euch das alles nicht erzählen. Ich bin der Basti. Mehr braucht es nicht. Ich bin einfach nur ein Mensch, der hier was zu sagen hat. Und der eine Meinung hat zu dem, was hier passiert. Ich habe das Gefühl, dass dem Menschen aberzogen werden soll, menschlich zu sein. Die Frage unter all den Themen, die zurzeit die Menschen beschäftigen, ob das nun Krieg ist, das Klima oder auch Corona, ist, warum fragt keiner nach dem Warum? Warum interessiert sich keiner dafür, was der Ursprung von allem ist? Wie zum Beispiel, ob die Pharmaunternehmen Medikamente in Rekordzeit herstellen, Menschen sich einfach, weil sie Kopfschmerzen haben, Tabletten einschmeißen, ohne die eigentliche Ursache ihres Problems zu suchen. Kriege, die geführt werden und keiner nach dem Warum fragt, in denen Brüder, Männer, Väter, Geschwister und Söhne, ja auch Töchter, sterben und diejenigen, die das Sagen über all das haben, sich in hübschen Räumen bei hübschen Essen die Hände reichen und Schultern klopfen. Das ist nicht unser Krieg. Windräder sollen gebaut werden, die laut Bundesregierung nicht recycelt werden können. Nein, wir verbuddeln die lieber und dann wollen wir davon aber Tausende neu errichten. Wo endet das? Das Klima ist uns allen bewusst, dass es keinen Sinn macht, Masken oder Plastik in die Meere zu schmeißen. Der IPCC-Report, das heißt das internationale Komitee für Klimaüberwachung, hat ihre Statistik herausgegeben gehabt 1990, eigenartigerweise, und das kann man sich anschauen, ich habe es mir gestern sogar ausgedruckt, ist zum Beispiel auf Seite 4 dieses Berichtes nur noch weiße Seiten zu sehen. Dieser besagt, dass im Mittelalter viel höhere Temperaturen als jetzt der Fall waren. Nicht nur das IPCC hat das reportiert, sondern auch zum Beispiel der Sender ZDF Info interessiert nur keinen mehr. Vor 2000 Jahren waren es 2 Grad mehr auf dieser Welt. Die Erderwärmung und CO2, deswegen tun wir das jetzt gerade alles. Alles, wofür wir unser Klima schützen sollen, beruht und wird uns gesagt, dass es aufgrund des CO2s stattfindet. Hierzu, und dazu möchte ich gar nichts sagen, habe ich mal ein bisschen was gemacht. Es geht schnell. Ich halte das immer mal 10 Sekunden hoch und dann mache ich weiter. Es geht recht fix. Lest es euch einfach durch, weil wir haben ja auch ein schönes Video hier am Laufen. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Nein, Sebastian.
lese ich dann nochmal vor. Ich wüsste froh. Sekunde, ich lese euch. Ich lese es euch vor, ich dachte einfach, es ist schön fürs Video. Also, unsere Luft besteht aus 78% Stickstoff, 21% Sauerstoff, 1% Edelgasen. Den Edelgasen ist anteilig CO2 zuzuschreiben. Wir haben also in der Luft einen Anteil an CO2 von 0,038% weltweit. Davon produziert die Natur selbst etwa 96%. Den Rest, also 4%, der Mensch. 4% von 0,038% entspricht im Ganzen einem Wert von 0,0015% menschengemachten CO2. Der von Deutschland ausgestoßene Anteil des weltweit ausgestoßenen CO2 beträgt genau 3,1%. Festzustellen bleibt also, der von Deutschland ausgehende Anteil an CO2 in der Luft, quasi diese 3,1% von 0,015%, beträgt genau oder rund 0,00005%. Und hier sind wir wieder bei der Frage, danke, nach dem, warum tun wir das alles? Eben genau wegen diesen 0,4 mal 0,05%. Hierfür werden wir sanktioniert und vorbereitet auf das, was da kommen soll. Und das soll letzten Endes nichts anderes sein als ein digitaler Reisepass, ein CO2-Konto, kein Fliegen mehr, keine Autos mehr, also keine Verbrennungsmotoren mehr und 15-Minuten-Cities. Wenn jemand das alles noch nicht gehört hat, einfach mal selbstständig recherchieren und dann kommt ihr auch dahin zu verstehen, was alles Sinn oder keinen Sinn macht. An die Medien möchte ich richten, ihr seid zu langsam. Die öffentlichen Medien sind einfach zu langsam. Und wenn ich euch sage, wenn man abends um 20 Uhr die normalen Medien abschalten würde und würde die alternativen Medien eine Viertelstunde laufen lassen, die Informationen würde heutzutage kein Mensch mehr verkraften. Weil unser einer hat sich sukzessive in den letzten 3 Jahren damit beschäftigt, was hier so stattfindet, ob es Sinn macht oder keinen Sinn macht. Und wenn man das den Menschen alles mitteilen möchte, dann möchte ich dieses Brett nicht vor den Kopf bekommen. Bitte hinterfragt ihr Medien, tut genau das, was wir seit die ganze Zeit für euch tun und probieren, euch darauf aufmerksam zu machen. Macht endlich euren Job. Mit dem Wissen von heute hieß es in den Mainstream-Medien, was wir heute wissen, hätten wir vor 3 Jahren ganz anders gehandelt. Und wir sagen euch, viele haben es euch erzählt und viele wurden dafür diskriminiert, diffamiert und es wurde mit dem Finger auf die Menschen gezeigt. Andersdenkende wurden ausgegrenzt und dies wurde ebenso alles dokumentiert. Nun allerdings äußern wir Bedenken, wohin uns diese jetzige Situation in unserem Land und allumfassend in der Welt noch führen wird. Nicht aus der Angst heraus haben wir Bedenken vor der Zukunft, sondern einfach nur, weil wir die Probleme, die damit einhergehen, vor Augen haben. Sagt ihr dann immer noch, wir haben von nichts gewusst? Ihr habt euch die letzten 3 Jahre kein bisschen für das Wohlergehen und die Rechte eurer Kinder eingesetzt. Und wollt einem jetzt erzählen, dass euch das Leben deren Kindeskinder und der nachfolgenden Generationen am wichtigsten ist und am Herzen liegt. Ihr klebt euch auf die Straßen für eine bessere Zukunft, könnt aber ohne Handy, TikTok und die wöchentlichen Shopping-Trips als Verzicht auf Luxus keine Woche klarkommen, weil der Strom eben nicht aus der Steckdose kommt und dort produziert wird oder das Essen auch nicht in Plastiktüten verpackt im Lager eines Supermarktes wächst. Ihr solltet euch einfach mal fragen nach Begriffen wie Transhumanismus, digitale Währung, digitale Pässe, die miteinander verknüpft werden sollen, Bürgergeld, Social Credit System,
Klimawandel, Cloud Shedding übrigens, bestätigt von Spanien und den öffentlichen Medien in den USA. Lockdowns und letzten Endes mit dem Thema der Freiheit. Es ist eben nicht machbar, einfach so wieder umzukehren, wenn man einmal den Stecker des betreuten Denkens gezogen hat. Abschließend möchte ich euch gerne noch was vorlesen. Der ein oder andere kennt es vielleicht, es geht recht zügig. Dann sind wir durch und können laufen. Einfach nur mal, um das Bewusstsein zu schärfen, was denn wichtig ist in der heutigen Zeit oder im Leben. Es ist alles nur geliehen, hier auf dieser schönen Welt. Es ist alles nur geliehen, aller Reichtum, alles Geld. Es ist alles nur geliehen, jede Stunde voller Glück. Musst du eines Tages gehen, lässt du alles hier zurück. Man sieht tausend schöne Dinge und man wünscht sich dies und das. Nur was gut ist und was teuer, macht den Menschen heute Spaß. Jeder will noch mehr besitzen, zahlt er auch sehr viel dafür. Keinem kann es etwas nützen, es bleibt alles einmal hier. Jeder hat nur das Bestreben, etwas Besseres zu sein, schafft und rafft das ganze Leben, doch was bringt es ihm schon ein? Alle Güter dieser Erde, die das Schicksal dir verehrt, sind dir nur auf Zeit gegeben und auf Dauer gar nichts wert. Darum lebt doch euer Leben, freut euch auf den nächsten Tag, denn wer weiß schon auf dem Globus, was das Morgen bringen mag. Freut euch an den kleinen Dingen, nicht nur an Besitz und Geld, es ist alles nur geliehen hier auf dieser schönen Welt. Heute nun stehen wir zusammen, Seite an Seite auf diesem Platz. Nicht für Reichtum und nicht für Ruhm, einzig für Gerechtigkeit. Nein, wir werden niemals weichen, niemals schweigen, niemals ruhen, denn es ist die Freiheit unserer Kinder, die uns antreibt, dies zu tun. So nun stehen wir gemeinsam, Seite an Seite in Einigkeit, für die Freiheit und den Frieden, bis die Menschheit nicht mehr schweigt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Eine kleine Bitte habe ich noch hinten dran. Jeder sollte sich mal überlegen, was er denn so an Medien konsumiert. Netflix, Amazon, Prime, sonst irgendwas. Und investiert da jeden Monat 9, 10, keine Ahnung wie viel Euro da rein. Überlegt euch aber auch gerne parallel dazu mal, wo ihr all diese Informationen her habt. Vielleicht ist der ein oder andere dabei, der von Anfang an schon alles hinterfragt hat. Vielleicht ist der ein oder andere aber auch dabei, der sich Medien, alternative Medien angeschaut hat und dadurch gegrübelt hat. Unterstützt unsere alternativen Medien, denn genau die sind es, die Unterstützung benötigen, um weiterhin die Arbeit zu tun, die die öffentlich-rechtlichen Medien nicht für nötig empfinden. Und eines noch, wir werden nicht vergessen. Lieber Basti, hab nochmal schönen Dank. Ich stellte sagen, der Basti hat nochmal einen viel lauteren Applaus verdient, oder? So, ihr Lieben, wer jetzt noch kein Schild hat, noch keinen Banner hat, bedient euch. Jetzt kommen wir zum Lauf, zum 6. Vogtlandlauf durch Elsnitz. Thank you.
Wahnsinn zu tun. Die eigene Meinung wird als Nazi bezeichnet. Die Armut nimmt zu. Glühbirnen verbieten, aber E-Autos subventionieren. Atomstrom abschaffen, aber über das Ausland wieder teuer einkaufen. Energiepolitik zieht uns das Geld aus der Tasche. Unsere Steuergelder werden für einen Krieg ausgegeben, den wir nicht wollen. Asylanten überschwemmen unser schönes Deutschland. Unsere Kinder sollen früh sexualisiert werden. Das soll unsere Zukunft werden. Wann wachen wir endlich auf und geht für den Irrsinn auf die Straße? Eine Minderheit will uns sagen, was wir zu tun und zu lassen haben. Doch wir sind so viele mehr und deshalb sollten wir gemeinsam dagegen ankämpfen. Also macht euch mit stolz und kämpft für unser Deutschland und unsere Kinder und deren Zukunft. Ich möchte kurz die Gelegenheit nutzen, weil so viele Städte da sind. Und ich denke, das Hauptproblem für viele Probleme sind unsere korrupten Medien. Das wisst ihr besser als ich. Das ist ein Riesenproblem. Wir alle haben Problembeschreibungen gehört, wie heute, wie in den vergangenen Monaten. Ich möchte euch eine Lösung anbieten. Und zwar haben sich mutige Bürger aus Oelsnitz und jetzt auch in Plauen vor ein paar Wochen einer Bürgerinitiative angeschlossen, die nennt sich Leuchtturm ARD. Die läuft seit über einem Jahr unter Leitung des Jimmy Gertum. Das ist ein ehemaliger Hollywood-Regisseur. Und der hat mittlerweile 100 Städte umfasst, quer durch ganz Deutschland. Das ist das Ziel. Wir fordern einen runden Tisch zusammen mit dem öffentlichen Rundfunk. Und bis dahin muss die GEZ gestoppt werden von jedem. Ich mache das seit über einem Jahr. Das Ziel ist am Ende eine freie öffentliche Berichterstattung, so wie es vor 40, 50 Jahren mal zeitweise stattgefunden hat. Und bis dahin, wer ehrlichen Herzens ist, muss die GEZ verweigern, weil wir können für diesen Dreck nicht mehr bezahlen. Das haben wir in Corona erlebt. Mit der Ukraine weiter. Das geht mit allen anderen Problemen, die wir vorhin gehört haben. Deswegen kann ich wirklich nur bitten und hoffen, dass sich andere Städte wie Auerbach, Treuen, Reutlingen und die ganzen anderen, die hier versammelt sind, sich anschließen. Ihr findet das im Internet, Leuchtturm ARD, da gibt es eine super Beschreibung. Und über die GEZ, ihr braucht euch da keine Gedanken machen. Mittlerweile sind in Sachsen 150.000, Tendenz stark steigend. Ich habe bis jetzt keine Antwort seit November gehört. Die Gerichte laufen voll. Es lohnt sich, aber ihr müsst da mitmachen. Vielen Dank. Thank you.
Danke an die vogtländischen Trommler, an die Kreizer, an die Ardhofer, an Mike Tredwitz hier, den Posaunen, Musikinstrumenten. Nochmal euer Applaus. Danke für den friedlichen Spaziergang. Danke Vogtländer, danke Thüringer, danke Bayern für euer Dasein. Die Spendenbox geht rum. Es wäre schön, wenn ihr uns unterstützen würdet. Wir geben voraussichtlich im September wird es den nächsten Vogtlandlauf geben. Jan, komm her. Jan ist 33 Jahre jung. Der ist hier ein bisschen die Führungskraft aus Oelsnitz. Ich will euch mal kurz vorstellen. Er wollte eigentlich nicht reden, aber ich zwinge gerne Leute zu etwas und fordere sie auf zu wachsen. Denn er ist bereit, mit an uns einer schönen Zukunft zu arbeiten. Lieber Jan, deine Fans, sag was. Hallo, ich freue mich, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Das könnten natürlich immer mehr sein, ne? Aber wir müssen mit dem zufrieden sein, was wir haben. Bleibt alle so, wie ihr seid, bleibt dabei, bleibt aktiv, macht mobil. Und das war es eigentlich schon. Ich bin nicht der Typ für lange Reden. Alles klar, ich bedanke mich aufrecht, dass ihr da wart. Ich will nur eins sagen. Ihr seid die Besten! Trommler, eure Bühne nochmal! Euer Applaus! Ich möchte mich nochmal im Namen der Vernetzung Vogtland vernetzt, vom Vogtland-Spaziergang bei der Polizei und bei der Behörde bedanken für die tatkräftige Unterstützung. Danke, euer Applaus! An meinen Kollegen, Freunde und Bekannte, die dies unterstützen, möchte ich auch von ganzem Herzen Danke sagen. Denn wir schaffen das nur gemeinsam. Euer Applaus! Heute Abend läuft wieder Kreiz. Wer Bock hat, was mit zu verändern, danke an die Kreizer für eure Unterstützung. Wir haben heute vernetzt. Wir planen was Neues. Lasst euch überraschen. Danke fürs Dasein. Euer Samuel und das Team aus der Vogtland vernetzt. Vernetzung! Vogtlandvernetzung, gut. Da findet ihr. Ist gekapert. Thomas. Vogtlandvernetzung.de durchgeschrieben. Die Domain Vogtland-vernetzt ist gekapert. Da sitzt eine vom Innenministerium bezahlte Truppe drauf. Danke, lieber Thomas. Also, ihr habt's gehört. Kommt gut nach Hause. Danke fürs Dasein.